Hey, ho, hallo und herzlich willkommen zurück bei Harvest Moon Magical Melody, wo wir jetzt tatsächlich 30 Noten haben. Moment, das war die falsche Sache. Jetzt kommen die angelaufen, das wollte ich gar nicht. Wo wir jetzt tatsächlich 30 Noten haben, das heißt, wir können heiraten. Ja, das freut mich. Heiraten. So, dann einmal hole ich die... Ne, wo war denn die blaue Feder? Die war im Schrank, ne? Ich glaube, die war im Schrank, aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine aber... Wo sollte sie sonst sein? So, tatsächlich, da ist sie. Okay, blaue Feder nehme ich mit. Und dann, was ist das hier? Das ist ein Färbetopf, ne? Kann ich mit dem Ei was machen? Kann ich das hier gar nicht reinsetzen? Nein, kann ich tatsächlich nicht. Okay, was kann man denn mit dem Ei machen? Mixer und Ei wäre, glaube ich, nicht so schlau. So, das wäre ein Spiegelei. Ich weiß jetzt nur leider nicht, wie viel ein Spiegelei wert ist. Mixer und Ei ist ein seltsames Gericht. Das sollte man also nicht machen. Ofen und Ei ist misslungenes Gericht. Ist ja auch nicht so toll. Gekochtes Ei. Man kann noch irgendwas machen. Irgendwas, womit man sehr viel Geld verdienen kann. Aber ich weiß jetzt, oder annähernd viel Geld verdienen kann. Ja, aber es dauert ja sowieso immer relativ lange, bis man hier was gemacht hat. Was ist eigentlich, wenn ich... Nein, kann ich auch nicht. Das heißt, ich muss tatsächlich jedes Ei immer einzeln machen. So, dann mache ich einmal ein lecker Spiegelei. Yay, Spiegelei, obwohl ich Rührei immer noch am liebsten mag. Wenn ich ganz offen bin. So, zack, das dann einmal in die Tasche. Und dann hier nochmal. Zack. Und dann starten. Und dann kann ich hier noch ein gekochtes Ei machen, einfach um zu gucken, welches mehr Geld bringt. Da bin ich mir nämlich gerade nicht sicher. Das muss man überprüfen, weil ich gerade keine Liste hier habe, leider. So, dann einmal das, zack, gutes Ei. Und das wird zum gekochten Ei. Wobei, macht das einen Unterschied, wenn es ein gutes Ei ist? Wenn es ein gekochtes Ei ist? Vom Preis her, das weiß ich nämlich nicht. So, gekochtes Ei ist fertig. Und dann geht's ab nach unten. Jetzt haben wir ja alles gemacht, was wir machen wollten. Das heißt, wir können jetzt wunderbar zu Maria gehen. Da freue ich mich ein bisschen drauf. Ja, das ist schön. Folge. Welche haben wir? 50, 51. 51 müssten wir haben. Folge 51. Folge 50 wäre natürlich cooler gewesen. Einfach von der Nummer her 140 anstatt einfach nur 62. Das ist natürlich ein enormer Preisunterschied. Und das hier 140 ebenso. Naja, Dahlia. Dahlia. Ich war doch gar nicht so lange weg. Dahlia. Dahlia. Oh, das gibt's doch nicht. Kacke. Wo ist Dahlia hin? Nein. Hallo, Vögelchen. Weißt du, wo Dahlia ist? Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du das wüsstest. Dahlia. 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 Ist sie jetzt wieder im Stall, oder? Also wenn man zu lange weg ist, geht sie dann zurück in den Stall, oder wie ist das? Wer weiß, wo sie jetzt ist? Oh nein, ich bin so blöd, was lasse ich sie auch draußen stehen? Ah, sie ist im Stall, Gott sei Dank. Puh, ein Glück. Okay, Dahlia, dann lasse ich dich jetzt auch nochmal für heute im Stall. Und werde mich jetzt zu Maria begeben. Es ist ja 16 Uhr, das heißt, ich werde wahrscheinlich pünktlich ankommen vor 18 Uhr in der Bibliothek und dort werde ich dann den Heiratsantrag machen. Ach, das ist doch schön, da freue ich mich. Das finde ich schön. Ja, ja. So, dann einmal hier nach oben und hier nach unten und dann rein in die Bibliothek. So, ich wünschte, ich könnte jetzt gerade speichern. Kann ich das eigentlich? Moment. Emulation. Spielstand speichern. Slot 1. Wir speichern. Was? Abbrechen. Emulation halt, wie gesagt, Spielstand speichern. Nein, nicht Spielstand laden. Also ich mache hier Slot 1, speichern.
Saved State, ach, steht da tatsächlich. So, Slot 1, dann einfach nur, falls irgendwas schief laufen sollte. Jedenfalls habe ich hier jetzt die blaue Feder, Maria. Oje, was soll ich tun? Das ist mein erster Antrag. Na klar, nehme ich ihn an. Vielen Dank. Yay. Das war's? Das war's? Ist ja irgendwie schade. Na dann, bis später. Das war's schon. Ich hätte jetzt irgendwie eine Cutscene oder so erwartet. Okay. Okay. Das war jetzt kürzer als erwartet. Dann ist die Frage, wann ist die Hochzeit? Am nächsten Tag oder wann ist es? Ich weiß es nicht. Ich gehe noch kurz zum Delfin und dann beame ich mich nach Hause wieder zurück, wo ich dann schlafen gehe. Vielleicht ist es ja schon direkt am nächsten Tag. Ich weiß es nicht. Ich bin mir unsicher. Man muss es schauen. Man muss es sehen. So. Hallo, Delfin. Delfin, komm her. Hallo. Na, wie geht's dir? So, dann haben wir so und dann einmal zurück ins Bett. Das ist doch schön. Ins Bettele, ins Bettele, ins Bettele. Oh, tatsächlich. Direkt am nächsten Tag. Cori und Maria, gelobt ihr einander in Krankheit und Gesundheit zu lieben und beizustehen, bis dass der Tod euch scheidet? Auf jeden Fall. Maria hat ein schönes Kleid, ne? Besiegelt es mit einem Kuss. Ihr Kleid ist ehrlich toll, finde ich super. Gefällt mir, Daumen hoch für ihr Kleid. Haha. Och nein, wie süß. Ich finde unseren Anzug nur ein bisschen komisch, die Farbe. Aber naja, das ist schön, das freut mich. Ach ja, jetzt haben wir geheiratet. Wie schön. Ging jetzt schneller als erwartet irgendwie. Aber, naja. Finde ich auch irgendwie toll, dass sich alle darüber freuen. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Ich bekam eine Musiknote. Note des Hochzeitstags. Heute beginnt euer Leben zu zweit. Glückliche Note, bei der die Glocken gemeinsam erklingen. Ach ja. Hi Maria. Guten Morgen. Ich bin leider keine sehr gute Gattin, aber hab Geduld mit mir. Wie soll ich dich nennen? Ja, ist jetzt die Frage. Liebling? Liebes, Liebling, Vorname, ja, Liebling. In Ordnung, Liebling. Ich hoffe, dass wir zusammen immer glücklich sein werden. Das hoffe ich auch. Ich werde mein Bestes dafür geben, Maria. Ach ja. Na dann, bis später. Ihr Standardsatz. Nein, das wollte ich gar nicht. Ach ja, dann können wir ihr jetzt eigentlich zu Ehren des Hochzeitstags nochmal eben gekochten Spinat machen. Das ist doch das beste Hochzeitstagsessen, was man machen kann. Gekochter Spinat, der geht doch super. Super. So, da haben wir noch ein gutes Ei. So, hier haben wir noch ein bisschen Spinat. Und der Spinat kommt jetzt in Kochtopf, ne? So, zack, gekochter Spinat. Blub, 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 blub. Und nicht vergessen, gleich das Geräusch. Ting. So,
Der gekochte Spinat ist fertig. Damit dann einmal runter zu Maria. Maria, Maria, Maria. Ich habe hier einen gekochten Spinat für dich. Bitteschön. Oh, wunderbar. Ich nehme ihn an. Vielen Dank. Gerne, gerne. Dann muss ich jetzt wohl wieder Arbeiten verrichten. Ach ja. Das ging jetzt echt irgendwie schneller als erwartet. Also ich dachte irgendwie, das würde sich ein bisschen hinziehen. Das haben wir jetzt innerhalb von 10 Minuten haben wir die gesamte Sache abgewickelt. Ach ja. Aber naja. Ich weiß auch gar nicht, andere Spiele, da hat das... Hä? Ist das schon gegossen? Tatsächlich. Warum ist das schon gegossen? Hä? Können Sie das verstehen? Hat da jemand freundlicherweise für uns gegossen? Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist dem so, vielleicht auch nicht. Naja, ich weiß auch gar nicht, in einigen anderen Harvest Moon Spielen, da sind bestimmte Szenen relativ lang. Zum Beispiel die Geburt ist in einigen des eigenen Kindes ist in einigen Harvest Moon Spielen relativ lang. Oder gewisse Events mit dem Kind. Ach ja, also ich weiß nicht, ich habe welches Harvest Moon ich nie gespielt habe, war Safe Your Homeland. Oder irgendeins für, es war für die PlayStation 2, wenn ich mich nicht täusche, aber ich weiß nicht mehr, welches es war. Und da gab es dann auch so ein paar Events mit dem Kind und ich weiß nicht, also da hatte ich so eine emotionale Bindung zu diesem Spiel, obwohl ich es nie gespielt habe, dass ich es irgendwie immer so, ich habe mir diese Event-Videos, also früher war ja YouTube, also zu der Zeit, als ich das geguckt habe, war YouTube noch nicht Let's Play und Beauty und alles, sondern da war YouTube tatsächlich, der eine hat aufgenommen, wie er gerade angelt, der andere hat aufgenommen, wie er bei GTA San Andreas Stunts macht. Das war ja immer diese Montagen. Montagen war zu der Zeit ganz groß, wo man dann aus allen möglichen Spielen irgendwas zusammengeschnitten hat. Also aus, was weiß ich, Call of Duty, wo man da dann die besten Kills und alles hingekriegt hat. Oder bei GTA San Andreas, wo man dann die besten Stunts gemacht hat. Das war so etwa die Zeit da. Und da war es dann so, dass, wie soll ich sagen, ach ja genau, dieses Video von Safe Your Homeland oder wie auch immer das Spiel für die PlayStation hieß, ach ja, die habe ich mir unheimlich häufig angeguckt. Ich weiß gar nicht, ob sie immer noch gibt auf YouTube. Auf jeden Fall fand ich die super. Ich weiß nicht, so eine emotionale Bindung dazu hatte ich tatsächlich. Das war irgendwie, ach ja. Da soll einer mal sagen, emotionale Bindungen sind generell schlecht. Ist dann immer so ein bisschen vorschnell geurteilt. So, das kommt jetzt einmal ins Wasser. Ich hoffe, das ist nicht schlimm gewesen, dass wir das ins Wasser geworfen haben. Und wir kriegen da keine Punkte abzu. Ich hoffe einfach mal. Weil sonst wäre ein bisschen blöd. So, und es passt wahrscheinlich genau jetzt nicht. Natürlich. Naja, wir müssen ja eh eine Aubergine behalten. Das heißt, die behalte ich dann einfach mal. Für den 24. brauchen wir eine. Zusätzlich noch. So, dann einmal hier. Zack. Dann hier. Zack. Bei dem Erntefest muss ich nochmal nachlesen. Muss man da dann die Aubergine auch schon reinwerfen? Oder wie ist das? Ich gehe da jetzt einfach mal dann direkt mit Dahlia gleich zum blauen Schild. Oder zum... Ist das ein blaues Schild? Nee, die Box ist blau. Das Schild ist braun, wenn ich mich nicht täusche. Und dann schauen wir da mal vorbei. Das ist, denke ich, eine ganz gute Devise. So, dann hier das nochmal. Zack. Und dann hier das nochmal. Und das war's dann. Und dann hole ich noch die letzte Aubergine von da hinten. Vielleicht sollte ich mal anfangen, hier hinten anfangen zu ernten. Das wäre vielleicht besser. Irgendwie, auf irgendeine Weise. Das könnte ich mir vorstellen. So, zack, das nehme ich dann mit und dann geht's ab zu den Tieren. Ach ja, ach ja, ach ja. Ich weiß auch gar nicht genau, welches Bild ich jetzt unbedingt aufs Thumbnail packen will. Da bin ich mir unsicher. Das weiß ich gerade ehrlich nicht. Muss ich mal schauen, muss ich mir die Folge einmal durchspülen. Natürlich muss ich einmal die Folge durchspulen und da dann schauen.
Ach ja, ich könnte ja eigentlich jetzt immer die Eier... Ein gutes Ei bringt also auch schon 80. Ja, das hier halt nur 56. Aber ich habe keine Lust, da jetzt die Eier alle immer nacheinander in der Bratpfanne zu braten. Weil das ja doch sehr zeitintensiv ist. Ich wünsche, man könnte so eine Massenabwicklung machen. Ich kann natürlich, was ich machen kann, ist, Achtung, jetzt... Es könnte sein, dass der Ton jetzt sehr schrecklich klingt, deswegen vielleicht die Kopfhörer leiser drehen. Aber ich kann Folgendes machen. Ich kann das Frame Limit entfernen. Das heißt, er rendert so viele Frames, wie er hinkriegt. Das heißt, er... Moment. Mo hatten wir schon. Moon hatten wir noch nicht. Und dich hatten wir auch. Ach nee, das war Mo. Dann war die andere, das andere Hühnchen Flora. Ach, ich blick da nicht durch. Ihr seht alle gleich aus. Ich muss den vielleicht mal Halsbänder umbinden. Dann kann ich die unterscheiden. Aber wahrscheinlich verwechsel ich dann die Farben. Also man kann hier natürlich keine Halsbänder umbinden, aber das war so eine kleine spontane Idee, wie man die auseinanderhalten könnte. So, dann einmal wieder raus. Der Baum erwächst. Hat auch irgendwie eine ganz süße Farbe. Auch wenn ich... Oh, Snowcloud ist wieder scherbereit. Das freut mich natürlich. Mittlerweile müssen wir ja auch mal ganz... oder halbwegs normales Garn bekommen, ne? Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Die Schermaschine haben wir natürlich nicht mit. Ist ja auch kein Wunder, ehrlich gesagt. Weil die brauchen wir ja nur einmal in der Woche. So. Dann nehmen wir einmal die Leine. Und zack. Gehen mit Dahlia raus. Und dann habe ich noch ein paar Dinge zu erledigen. Die werdet ihr dann sehen. Wir haben ja auch erst 17 Minuten. Und dann schauen wir da mal. So, Leine rein. Und zack, einmal aufsatteln. Und dann geht's erstmal zu Woody als erstes. Und bei Woody ist nämlich eine ganz interessante Sache. Und zwar, wenn wir mit Woody reden, dann hier Möbel. Nee, das war irgendwie was anderes. Ich weiß gerade gar nicht, wie das war. Wie war das denn nochmal? Muss ich so mit Woody reden? Nein. Nee, ich glaube, Woody kommt irgendwann mal zu unserem Haus. Ich meine, da wäre was. Ich muss nochmal nachlesen, wie das geht. Dann ist das diese Folge halt nicht, aber ist auch eigentlich nicht schlimm. Weil sonst hätte ich wieder was Zusätzliches, was man aufs Thumbnail packen könnte. Und ich habe dann keine Ahnung, was ich aufs Thumbnail packen will schlussendlich. Oh, Nina. Heißt Nina, oder? Ja, ich glaube. Guten Tag. Du siehst gut aus. Zwischen der Arbeit hat man ein Meer und dann sieht tolle Abwechslung. Ja, ja, am Meer, wo sie es gerade sagt. Ich muss ja zum Delfin. Hätte ich fast vergessen. Und ich weiß echt nicht, warum das in letzter Zeit so ist. Ich habe jetzt quasi erst 3 Folgen aufgenommen. Das ist eine Stunde. Und mein Rachen tut irgendwie sehr weh. Ich weiß nicht, warum. Achso, Fyodor sagt leider auch immer noch das Gleiche. Ich frage mich, ob wir bei ihm jetzt eigentlich auch viele Freundschaftspunkte haben, weil er ist ja schließlich Marias Vater. Hi, Delfinchen. Na, wie geht's? Ich hoffe doch gut. So, dann schaue ich mal tatsächlich gerade in den Statistiken nach, wie es da aussieht. Zack, zack. Ach ja, hier ist ja so. Quelle der Erntegöttin. Hier Quellenwald. Ach, der Quellenwald ist also hier. Flusslinienhöhe. So, hier ist gar nichts. Meeresbrise ist da ganz weit. Da ist der Holzfällerwald, hier ist die Werkstatt, das heißt, hier ist unser anderes, ja, Meeresbrise 2 müsste es sein, wenn ich mich nicht täusche. Meeresbrise 4, wo sind denn, steht Grundstück nur bei dem, was wir gerade als Grundstück haben? Weil eigentlich die anderen Sachen sind ja auch Grundstücke, ne? Die kann man ja auch irgendwie kriegen. Feldfrüchte wollte ich nicht, sondern hier einmal da. Schauen, Snowcloud hat 3 Herzen. Ihr habt alle noch keins. Dahlia hat schon 5 Herzen. Und, oh, 6
Reitersterne und schon eine Krone halt. Das ist ja auch irgendwie cool. Das freut mich. Aber ich werde Dalia nicht verkaufen, auch wenn es 50.000 bringt. Ich werde sie nicht verkaufen, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich werde meine Tiere nicht aus Profit verkaufen. Das ist ja... finde ich nicht gut. So, jedenfalls hier sind wir da. Fyodor hat tatsächlich immer noch, in Anführungszeichen, nur 3 Herzen. Das ist natürlich irgendwie blöd. Der Delfin nährt sich einem Herz wahrscheinlich immer noch. Aber wir haben ja leider momentan keinen Fisch, den wir ihm geben können. Weil ich das Angeln... ich hasse Angeln. Ich hasse Angeln. Das nicht so gern mag. Naja, auf jeden Fall bedanke ich mich dann ganz herzlich fürs Zusehen. So, Dalia, du kannst einmal hier wieder in den Stall. Wir sehen uns dann am nächsten Tage hier im Spiel. Also wie gesagt, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, Maria ist gerade zu Hause. Dann können wir uns noch von ihr verabschieden. Ach ja, jetzt führen wir ein gemeinsames Leben. Das ist ja auch irgendwie schön. Ach ja. Gemeinsam und nicht einsam. Und Maria ist tatsächlich nicht da. Schade. Naja, auf jeden Fall werde ich dann hier mal einmal, ich habe ja zum Glück zweimal Herbst 19. So, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.